1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, kaputt. Herzlich willkommen zurück bei Mafia 2 Joe's Adventure in Folge 4. Wir sind jetzt hier letzte Folge... Danke. Letzte Folge haben wir den Vogel auf spektakuläre Art und Weise eliminiert. Und jetzt müssen wir... ich sag's wie es ist, wir werden von der Polizei gesucht. Wie muss ich das denn machen? Es war's. Und jetzt musste ich mir gerade hier mal irgendwie ein ruhiges Plätzchen suchen. Und jetzt brauche ich ein neues Auto, was nicht gesucht wird. Oh, ja, das war schon bombastisch. Direkt Licht kaputt. Und jetzt müssen wir zu irgendjemand anderen fahren. Ich weiß gar nicht mehr, wer... können wir nachgucken hier, ne? Fahre zu Freddy's Bar, ja. Das war der Plan, das müssen wir jetzt tun. So, ich hoffe, der Zaun ist offen. Das ist korrekt. So, dann machen wir direkt mal... die Tempobegrenzung an, bevor wir hier wieder von der Polizei angemeckert werden. Das wollen wir ja nicht. Mein Gott, ist hier ein Stau. Was ist denn da passiert? Krass. So, aber ich habe auch das Gefühl, dass viel mehr Leute auf der Straße rumlaufen. Oder kommt mir das nur so vor? Ich weiß es nicht. Aber letzte Folge war ja wirklich, also das habe ich auch noch nie erlebt, sowas. Das ist wirklich sehr lustig bei Mafia, was hier alles immer schief geht. Ich glaube, ey, das ist so ein Let's Play, das könnte ich dreimal hintereinander machen. Und immer wird das Spiel komplett anders sein, weil ich immer irgendwas total verhaue. Und dadurch das Spiel... Oh, mein Lieblingslied. Und dadurch das Spiel total komische Sachen macht, die eigentlich total unlogisch sind. Aber gut. Oh, sie haben Blinker mittlerweile. Buckets and Bows. Oh, ein Bus. Sorry, meiner ist in der Werkstatt. Gar nicht wahr. Jetzt steig auch ein. Scheiße, nicht sie weg. So, ich wurde ja im Mafia 2 Let's Play, wurde mir noch gesagt, ich soll mal mit einem Bus fahren. Ich glaube, das habe ich da noch nicht gemacht. Oh Gott. Von daher werde ich das jetzt mal tun. Oh Gott, ich mache niemals einen Busführerschein, das ist ja furchtbar. Wie könnte ich denn so über das? Nächster Halt. Weiß ich nicht. Irgendwo. So, hier muss der Tempomat natürlich auch direkt wieder an sein. Boah, ich mache jetzt die Sicht an. Sorry für die Leute, die nicht mögen. Aber bei solchen Fahrzeugen ist das... Boah, ich drücke nichts. Ich drücke nichts. Er hat immer noch Schwung. Krass. Bei solchen Fahrzeugen ist das immer besser. Boah, wie der schwankt. Krass. So, hier gibt's Essen. So, ist da jemand drin? Ich glaube nicht. Kann man eigentlich hier auch auf der anderen Seite einsteigen? Nee, leider nicht. Dann gehen wir mal kurz was essen, damit wir ein bisschen wieder Leben haben. Was gibt's denn hier Leckeres? Hallo? Döner! Nein! Da gab... Ich weiß nicht, was du suchst. Ja, ich auch nicht, sorry. Aber hier wirst du's nicht finden. Es gab in der Zeit schon Döner? Ernsthaft? Das beste Gyros in der Stadt. Achso, Gyros, ja. Flasche Cola, nein. Würstchen-Snake, nennt sie auch Hotdog. Sandwich, Kaffee, Gyros. Ja, ich will jetzt ein saftiger Kebab. Hier, bitte. Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber es sah wirklich nach einem Döner aus. Ob das so... 25 Cent hat der nur gekostet, so viel wie ein Telefonat? Ich möchte in dieser Stadt leben. Krass. Hätte ich jetzt Bock auf einen Döner. Krasse Scheiße. So, 25 Cent, ey. Hammer. Coole Hupe. Sorry. Oh Gott, also ich hätte doch keinen Bus nehmen sollen. Das ist gar nicht mal so einfach, ohne die halbe Stadt abzureifen. Reißen. Ach, wir sind schon da.
Ja, den Mann lassen wir natürlich drüber. Wir sind ja freundlich. Jetzt hält hier so ein Bus vor dem kleinen Popelcafé. Sehr schön. Ach so, wir müssen noch selber. Keine Zwischensequenz. Jetzt Zwischensequenz. Willst du dem Boss widersprechen, Henry? Hä? Na siehst du. Kümmer dich lieber um dein Bein, okay? Also bis später. Und? Ist erledigt. Okay, gut gemacht. Und was passiert jetzt mit Vito? Wir haben ihm den besten Anwalt besorgt. Er ist bald wieder draußen. Für ihre Straftaten gegen die Bürger dieser Stadt, dieses großartigen Landes, verurteilt sie dieses Gericht hiermit zu 10 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis. Scheiße! Scheiße! So ein Dreck! Ich denke, er kommt wieder frei. Erstens, schrei mich nicht an, Freundchen. Zweitens, wir reden morgen darüber. Nicht jetzt. Geh nach Hause, reg dich ab. Komm morgen früh wieder, alles klar? Wie du meinst. So ein blöder Wichser. Na, wer ist denn das schon wieder? Ja? Joe. Hör mir zu. Henry, hast du schon das mit Vito gehört? Der kleine Wichser hat gesagt, er kümmert sich um alles. Und was ist jetzt? Halt endlich die Klappe und hör mir zu! Das mit Vito tut mir leid, aber nichts zu machen. Aber jetzt hör zu. Luca will dir an den Kragen. Was soll das denn heißen? Das heißt, sie werden dich umbringen. So kann's gehen, Joe. Die müssen stinksauer auf dich sein. Du hast wahrscheinlich noch 5 Minuten, bis die Kerle auftauchen. Ach ja? Sollen sie kommen? Mir doch egal. Was willst du machen? Sie alle umbringen? Was passiert dann wohl morgen, hä? Hör zu, du hast jetzt die Wahl. Entweder verlässt du die Stadt oder du bleibst und bist tot. Und Joe, wegen der Sache in der Brennerei. Jetzt sind wir quitt. 5 Jahre später. Sag ja, Zeitsprünge. Let's have fun. Du hast Nerven, dich hier blicken zu lassen. Hey! Ah. Sieh mal an, hat sich ein bisschen verändert. Was ist denn das für ein Aufzug? Was? Meinst du meine Verkleidung? Ja, so unauffällig wie ein Tritt in die Eier. Okay, schön. Das war meine Wohl. Wie ich am Telefon sagte, alles beim Alten. Hier ist der Schlüssel. Wie schön. Und der Job, über den wir geredet haben? Keine Sorge, ich habe momentan mehr als genug Arbeit für uns beide. Fährst du mit? Nein, danke. Ich suche mir was Eigenes. Let the good times roll. Sehr schön. Oh, eine Errungenschaft. Welche Zeugen? Welcher Zeuge? Schön. Boah, Gott. Darauf habe ich ja gehofft, jetzt müsste wieder Sommer sein, ne? So wie er rumgelaufen ist. Auf deiner Karte siehst du alle verfügbaren Missionen. Jeder Buchstabe steht für einen Auftraggeber. Erfülle diese Missionen, dann geht die Geschichte weiter. Wow. Yay. Wir strecken das Spiel. Mit, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Missionen das jetzt sind. Ulala. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Ach du Scheiße, ach du heilige Bombe. Ja, Mission? Ich sehe keine Mission. Ich glaube, der einzige Buchstabe ist da, wo ich jetzt gerade bin. Geil, Hammer. Ja, wir haben ja noch 6 Minuten, dann... Wollen wir mal die Mission ansehen. Tutorial. Willkommen in der Zivilisation. Während du dich im Süden amüsiert hast, habe ich mich um deine Wohnung und anderen Kram gekümmert. Vor der Station steht ein Wagen für dich, so dass du dir ansehen kannst, was sich hier verändert hat. Bleibe unauffällig. 5 Jahre sind für manche noch nicht genug, um zu vergessen, was du getan hast. Wenn du mit dem Sightseeing fertig bist, kannst du dich wieder dem Geschäft widmen. Es gibt hier sicher einige interessante Jobs für dich. Schnappe dir das Auto und mach dich auf. Das ist ja cool. Das ist jetzt so ein bisschen anders als im Hauptspiel, aber war ja zu erwarten. Was ist das jetzt für eine Uhr? Die Bonuszeitanzeige ist in der rechten oberen Ecke des Bildschirms. Je schneller du die Mission abschließt, desto mehr Bonuspunkte bekommst du. Nach Ablauf der Zeit ist die Mission fehlgeschlagen. Ah, ja stimmt. Im Übrigen gibt es ja auch eine Weltrangliste irgendwie mit Punkten. Das habe ich irgendwie gelesen und habe es dann ignoriert, weil ich mir dachte, ja, wie soll das denn funktionieren? Hey du Clown, wo willst du hin? Ja, zu meinem Auto. Ja, das ist ja eine Mautstraße. Das macht 5 Mäuse. Nicht mit mir, nicht heute.
Das macht eine Mordstrafe, das macht 5 Mäuse. Und wieder mal stöhnen sich die Passanten an gar nichts. Danke. Oh, das tut sicherlich weh. Tutorial! Du hast einen Gegner ausgeschaltet, dafür bekommst du Punkte. Denke daran, dass du keine Punkte, dass es keine Punkte gibt, wenn du Zivilisten oder Cops ausschaltest. Wahrscheinlich eher Minuspunkte. War das die 5 Mäuse wert? Ach, das ist ja cool, der ist ja praktisch jetzt ein ganz neues System sozusagen. Weil wir jetzt hier voll auf Punktejagd sind, sozusagen. Mama mia. Ups, nein, ich hab's weggeklickt, scheiße! Das war bestimmt irgendwas mit Combo. Ich bin mir sicher. So, und da ist unser Ziel. Kill im Nahkampf. Ah, sehr schönes Auto. Bombastisch. Uiuiui. Coole Sache. Versuche in jeder Mission die beste Wertung zu bekommen. Erledige Gegner, schrotte Autos oder fahre Höchstgeschwindigkeit. Je besser du bist, desto höher ist deine Platzierung in der Bestenliste. Die höchste Wertung ist S, die niedrigste D. Warum das? Egal. Erledige Gegner, schrotte Autos oder fahre Höchstgeschwindigkeiten. Aha. Heißt, Autos kaputt machen ist gut. Merken wir uns. So. Begib dich in die sichere Zone. Okay, wir fahren Höchstgeschwindigkeit einfach mal. Scheint ja gut zu sein, ne? 1, 2, 3, 5. Ach so, das ist die Zeit mit der Höchstgeschwindigkeit vermutlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kaputt. Nein! Ach, hören Sie auf. Warum das denn jetzt? Ach komm. Ach, ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich jetzt wirklich verarscht, liebes Spiel. Das war doch nix. Komm, die zwei kleinen Schrammer da. Und warum lädt denn da so lange? Na super, naja egal, dann müssen wir den nochmal erledigen. Jetzt wissen wir ja wenigstens, jetzt können wir uns den Tipp nochmal angucken, der hey, da, du Clown. Der wo da vorhin gezeigt wurde. Ach wie süß, guck mal, ein Schwuchtel. Das ist ja eine Mautstraße. Das macht eine Mautstraße. Nicht mit mir, nicht heute. Ja, wir nehmen uns für den gleichen Charakter, aber ja. Wir hängen den einen Schirm um die Schulter, um den Arm. Dann fällt es niemandem auf, dass das der gleiche ist. Wie doof. Ach so, der lebt ja immer noch, der blöde Wichser. Na, links, links, links. 1, 2, 3. Der spritzte sogar Blut. Okay, das kennen wir. War das die 5 Mäuse wert? Ja. Komm, also bitte. Jetzt ist aber auch mal... Hallo? Irgendwann ist ja auch mal genug, ne? 1, 2, 3. Jetzt aber. Schalte mehrere Gegner nacheinander aus, um einen Multiplikatorbonus zu bekommen. Je mehr Gegner du in Folge erledigst, desto höher fällt der Multiplikatorbonus aus. Sehr schön. Das wusste ich. Aber fast. So, da oben sehen wir ihn. Und da oben sehen wir auch unsere Zeit. Mit dem Tipp, der uns ja garantiert jetzt wieder angezeigt wird. Aber zum Glück ist jetzt diesmal keine Polizei hier. Ja. Die niedrigste ist D, ne? Und die höchste ist S. Ich verstehe zwar nicht, wieso. Vielleicht kann mir das ja jemand mal in den Kommentaren erklären, welches System dahinter steckt. Aber gut. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, nicht 7. Warum auch immer. So, jetzt merken wir uns aber, dass wir hier nicht in die Wand fahren sollten. So. Komm, da kriegen wir jetzt aber einen ordentlichen Bonus, hoffe ich. Möchte ich jetzt jedenfalls bekommen. Und wenn... Zum Glück ist nicht mehr Winter. Das ist auch schon mal ein Riesenbonus. Jetzt müssen wir noch schon Bonus bekommen, dadurch, dass die Dings kaputt ist. Jetzt fahre ich lieber mal kurz etwas langsamer bei der Polizei. Da bin ich... Oh nein, der fährt auch links. Aber wir müssen doch jetzt da sein, ne? Jawohl.
verlasse Auto, Auto verlassen und Mission beenden. Es! K.O.-Schlag im Nahkampf, zweimal 600 Punkte Tempo, zweimal 39 Punkte Bonuszeit, 6645 Punkte Schwierigkeit, plus 50% Missionspunkte. Sehr, sehr schön. Gucken wir mal ganz kurz auf die Bestenliste. Tutorial. Oh, da bin ich. Ich bin nur auf Platz 34.807. Also es ist ja weit oben in der Weltrangliste, möchte man meinen. Was ist denn da Platz 1? Oh, da möchte ich gar nicht hin. Individuell. Gesamt. Profilanzeigen. Oh Gott, nein, das wollte ich nicht. Lass mich weg, lass mich weg. So, okay, dann würde ich sagen, beende ich aber hier jetzt die Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das gefällt mir ja wirklich ziemlich cool. Das ist mal, also das lockert das Spiel ja um einiges auf, weil es ja komplett anders ist. Ja, ich klicke auf Weiter und gut, dass er speichert. Das wollte ich. Gucken wir uns noch kurz das Tutorial an. Vergiss nicht, dass du dein Apartment in der Stadt jederzeit nutzen kannst. Jedes Apartment hat auch eine Garage, in der du deinen Wagen parken kannst. Die Garage werden von allen Apartments gemeinsam genutzt. Im Kartenbildschirm siehst du genau, wo sich dein Apartment befindet. Gut, dann werde ich jetzt nochmal kurz hier, während ich abmoderiere, das Auto in die Garage fahren. Und in der nächsten Folge... Und in der nächsten Folge werde ich dann mit euch gemeinsam die nächste Mission machen. Wir sehen uns also. Tschüss!